In Hamburg-Billstedt sind am frühen Montagmorgen insgesamt 5 Objekte von der Hamburger Polizei durchsucht worden. Dabei wurden geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Laut eines Sprechers der Polizei wurden auch die 4 beschuldigten Männer angetroffen. 3 von ihnen wurden festgenommen, kurz darauf jedoch mangels Haftgründen wieder freigelassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.